Herzlich willkommen auf der Rethink Corporate Finance 2019 hier im Hotel Empire Riverside in Hamburg. An meiner Seite begrüße ich Dr. Martin Fritsch. Schönen guten Tag. CFO CSI bei DHL. Guten Tag. Hallo, schön, dass Sie hier sind. Bitte stellen Sie sich doch noch mal kurz selbst in eigenen Worten vor und auch, was Sie bei der DHL machen. Sehr gerne. Ich bin der CFO von DHL CSI. Wir wissen so, die Großkundeneinheit ist über die vier Divisionen von DHL hinaus sich erstreckt. Das heißt, wir verkaufen DHL-Dienstleistungen über all diese vier Divisionen an Kunden weltweit in über 200 Ländern, ein großes Unternehmen, und zusätzlich bündeln wir bei uns auch noch, dafür steht das I, die Innovationstätigkeit. Sie moderieren heute bei uns auch eine Challenger Peer Session und sprechen mit den Teilnehmern über erfolgreiche Steuerung von Investmentprojekten. Was erwarten Sie sich von dieser Session? Ich hoffe sehr stark auf eine sehr lebhafte Diskussion. Ich hatte schon bisher gesehen vom Auditorium, dass sehr interessante und sehr unterschiedliche Teilnehmer sind. Hohes Maß an Diversität, ehrliche Antworten, spannende Antworten. Etwas, wo jeder rausgehen kann nachher und sagt, hey, ich habe was gelernt, was ich vorher noch nicht wusste. Wenn Sie von erfolgreicher Steuerung von Investmentprojekten bei der DHL sprechen, was sind die Faktoren, die wichtigsten, die das erfolgreich machen? Für uns sind eigentlich ein paar Fragen, die wirklich entscheidend sind. Das erste einmal ist sehr grundlegend die Fragestellung, nehme ich die richtigen Projekte? Mache ich genau das, was ich machen kann? Und dann natürlich, sobald ich mich entschieden habe, dafür die richtigen Projekte zu machen, wie setze ich sie um in der Realität, dass ich möglichst nahe am zeitlichen und am kostenmäßigen Budget bin? Und dann nicht ganz zuletzt am Ende dann zu messen, ob das, was ich auch machen wollte, auch tatsächlich dem entspricht, was ich ursprünglich mal gemacht habe. Sprich, ich habe am Anfang einen ganz klaren Geschäftsplan. Ich schaue dann über die Jahre hinweg, wie entwickle ich mich in jeder Hinsicht zu diesem ursprünglichen Investmentprojekt. Welche Risiken müssen denn bei der Steuerung mit einbezogen werden? Das ist ein breites Thema. Das hängt sehr davon ab, um was für eine Art von Projekt es sich handelt. Wenn es ein Projekt ist, das wir schon öfters gemacht haben, zum Beispiel Kauf von Flugzeugen, dann fallen die technischen Risiken weitgehend außer Sachen Fach. Das sind Themen, von denen wir genau wissen, was passiert. Dann sind dann eher Marktfragestellungen hier für uns relevant, Implementierungsrisiken. Sobald wir uns aus dem Kerngeschäft hinaus bewegen auf ein eher neues Areal, da kommen dann auch technologische Fragen hinein. Sind die Technologien, die wir ausgewählt haben, tatsächlich realisierbar? Aber ich würde sagen, in Summe ist so die Frage des Marktes immer so eines der Hauptelemente. Und was macht für Sie am Ende ein Investmentprojekt erfolgreich? Wie messen Sie das? Es gibt eine einfache und eine richtige Art. Die einfache Art ist zu schauen, dass ich innerhalb der richtigen Zeit die richtige Menge an Geld ausgegeben habe. Und die ist eine deutliche Verkürzung des Realen, weil in Wirklichkeit ich mich nicht, was ich ausgegeben habe. Ich möchte wissen, was ich bekommen habe. Also habe ich tatsächlich um das Geld, das ich investiert habe, genau die Gegenleistung bekommen? Schafft das Ding, das ich investiert habe, auch wirklich die Produktionszahlen, die Kostenzahlen? Und das muss ich genau tracken nachher. Und welche Trends sehen Sie aktuell für den Finanzbereich in den nächsten Jahren? Im Bereich Investitionen oder grundsätzlich? Grundsätzlich für den Finanzbereich. Ja, ganz klar, Digitalisierung ist momentan bei uns sehr stark im Vormarsch. Und ich merke deutlich, wenn ich vergleiche zu 2018. 2018 habe ich mit Kollegen auch in anderen Unternehmen sehr viel diskutiert über Tools, über Möglichkeiten, über Einsatzmöglichkeiten. Dieses Jahr verwenden wir die schon alle. Also mittlerweile geht es nicht nur um Tools, mittlerweile geht es um, wie kann ich das noch besser machen, wie kann ich das noch weiter ausbauen. Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz, ist für uns momentan ein ganz spannendes Thema, das wir sehr weit verwenden wollen auch noch. Welche Tools haben Sie jetzt in den letzten 2 Jahren konkret eingeführt? Wir sind sehr stark in den Bereich Robotic Process Automation eingestiegen. Das war ein Thema, das wir 2016 angefangen haben, 2017 ernsthaft begonnen und 2018 wirklich groß ausgerollt. Wir haben zunehmend mehr eingesetzt künstliche Intelligenz, wobei ich sagen würde, dass der Flächeneinsatz gerade dieses Jahr wahrscheinlich erfolgen wird. Wir sind zunehmend mehr im Bereich des Self-Service-Reportings, wo wir in der Lage sind, nicht mehr Berichte zu generieren und die zu schicken dann an die Endabnehmer, sondern dass mittlerweile Nicht-Finanzabnehmer in der Lage sind, sich selber ihre eigenen Berichte auszusuchen und ohne die Vermittlung von Finanzintermediären noch die auch zu interpretieren. Danke für die Einblicke an dieser Stelle. Ja, sehr gerne, Und Ihnen weiterhin auch noch eine schöne Konferenz. Wunderbar, vielen Dank, ja.